Wenn sich zwei Menschen leidenschaftlich lieben, ist es bitter, wenn daraus Streit wird, der vor Gericht verhandelt werden muss. Und wird in Hollywood gestritten, bleibt es oft nicht aus, dass auch hässliche Vorwürfe vor Jury und Richter ausgebreitet werden. Der Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard hatte diese zur Genüge, verfolgt via Livestream von einem Millionenpublikum, das sich schnell ein eigenes Urteil bildete. Nun hat die Jury ihres gesprochen. Katharina von Tschurtschenthaler. Standing Ovations für Johnny Depp gestern Abend in London. Während er mit Musiker Jeff Beck auf der Bühne der Royal Albert Hall steht, berät 6000 Kilometer weiter westlich eine siebenköpfige Jury über sein Schicksal oder zumindest sein Vermögen und das seiner Ex-Frau Amber Heard. 6 Wochen lang liefern sich die beiden Schauspieler eine verbale Schlammschlacht vor Gericht. Es geht um Verleumdung, um psychische und physische Gewalt. Oh Gott, hat er mich gerade geschlagen? Nein, ich wollte ihn nicht verlassen. Ich wollte nicht, dass das alles real ist. Ich habe ihn doch geliebt. Und dann nahm sie die Flasche und hat nach mir geworfen. Während sie als einstiges Hollywood-Traumpaar nur Augen füreinander hatten, würdigt er sie vor Gericht keines einzigen Blickes. Auch nicht, als jedes wirklich noch so groteske Detail ihres Privatlebens ausgebreitet wird, bis hin zu den Haustieren. Sie hat als Welpe Johnnys Marihuana gefressen und hatte die ganze Zeit Verdauungsprobleme. Ein Gerichtsverfahren mit Soap-Opera-Charakter. Millionen Menschen verfolgen und kommentieren den juristischen Rosenkrieg im Netz und vor dem Gerichtsgebäude in Fairfax, Virginia. Die meisten sind pro Johnny Depp, werben sogar unter dem Hashtag Gerechtigkeit für Johnny für seine Unschuld. Vor einer Stunde Jubel bei seinen Fans. Die Jury spricht Amber Heard in großen Teilen schuldig, gibt ihr in einigen Punkten aber auch recht. Ihm werden 15 Millionen Dollar Schadensersatz zugesprochen, ihr 2. Am Ende haben beide verloren.